Hallo, heute sind wir wieder bei Tador Distelstube. Mein Gruß gilt an den Karl-Onkel, der am 25. Jänner seinen 90. Geburtstag gefeiert hat. Alles Gute, Karl-Onkel. Natürlich ein Tischler-Kollege vom alten Schlag. So, und jetzt geht's weiter mit Manuel. Servus, Servus Erich. Hallo, liebe YouTube-Zuschauer. Der Erich hat heute ein bisschen einen sentimentalen Tag. Das war einmal ein Geselle von ihm. Das muss gewesen sein um 1870. Da hat Erich mit der Lehre begonnen. Damals, der Erich sagt das immer, es hat noch keinen Strom gegeben. Jetzt ist das Arbeiten so einfach, wir haben Strom. Also manchmal nervt es auch mit dieser wirklich altmodischen Einstellung. Aber wenn man so alt ist, ist man so alt. Auf jeden Fall, heute geht es um Schraubenverbindungen, die nicht mehr aufgehen. Der Erich hat das unlängst irgendwo gehabt, glaube ich, hast du gesagt, da ist deine Schraube nicht aufgegangen. Im Keller. Im Keller. Und dann hast du einen Trick angewandt und diesen Trick werden wir zeigen. Ich habe es zuletzt gebraucht bei dieser Schlagleiste von dem Tor, das ich für uns zu Hause restauriere. Hier waren lauter Schlitzschrauben drinnen und die waren circa 100 Jahre im Holz drinnen. Das hier war morsch, das habe ich weggeschnitten und mit einer Schiftung, sagt er ehrlich, sagt man dazu. Ob es wirklich Schiftung heißt, weiß man, wenn das Licht angeht. Oder wenn es irgendwer in die Kommentare schreibt, ob es eine Schiftung ist. Erich, du kannst auch mich filmen. Ach so, ja, ja, aber die Schiftung, die ist ja interessanter. Das war jetzt wieder sehr. Auf jeden Fall wollte ich das herunternehmen und die letzten zwei Schrauben, also diese, war aber klar, hier war es morsch, hier dürfte viel Wasser hingekommen sein. Jetzt hat sich die Schraube quasi mit dem Rost im Holz so vergriffen, verfangen, dass sie nicht mehr herausging. Ich bin jetzt extra nach Hause gegangen, damit ich euch so eine Schlagleiste auch zeigen kann, die ich vorher gezeigt habe, wo die Schrauben bei mir festgesetzt sind, also festgesetzt waren, festgesitzt, gesotzt, ist egal. Gesotten. Hier diese Schlitzschrauben, ich schaue natürlich immer, dass es senkrecht ist, der Schlitz. Hier habe ich mit der Farbe raufgepinselt und das Holz erwischt. Und bis nach unten. Und unten, diese Schraube wird in 100 Jahren auch nicht mehr herausgehen. Da das Spritzwasser, vielleicht ehrlich, dass du ein bisschen zurück wieder gehen kannst. Jawohl. Damit man das sieht auch. Denn wenn es regnet, der Regen kommt von oben, vielleicht einmal kurz rauffilmen, ehrlich, zum Himmel. Wenn es regnet, dann fällt der Regen nach unten und spritzt hierher. Hier wird es häufig gar nicht nass werden, weil es nur einen kurzen Wascher macht und der Regen spritzt, wie gesagt, hierher. Daher wird der untere Schraube auf jeden Fall durch den Rost festsitzen. Und, oder wenn jetzt hier irgendwas wäre, dass es her spritzt, also diese Schrauben, die nass am häufigsten sind, die sind das, die festsitzen. Ansonsten gibt es noch diese Torbahnschrauben. Da ist die Mutter auf der Innenseite. Wenn das verrostet ist, da gibt es so ein Griechöl, das man hinspritzen kann. Aber ich glaube, mit den Lötkolben heiß machen, glaube ich nicht, dass das funktioniert. Vielleicht in Verbindung mit heiß machen und Griechöl. Aber gehen wir wieder hinein und es geht in der Wärme weiter, ohne dieser vielen Kleidung, denn sonst fange ich zu schwitzen an. Achso, heraus ist es kalt. Dann habe ich es ganz einfach gemacht. Ich habe diesen Lötkolben genommen. Habe mir eine Konstruktion gebaut, dass ich es mit Klemme hingeklemmt habe und habe dabei was anderes gearbeitet. Da habe es 2-3 Minuten am Schrauben gelassen. Und wir lassen das jetzt so am Schrauben, vielleicht, dass wir diese Zeit auch nutzen, um ein wenig Ruhe in unser Herz zu lassen und in unserem Geist soll die Ruhe sich auch breit machen. Manchmal tut es gut, wenn man einfach eine Zeit lang nichts sagt. Vielleicht kannst du das Feuer filmen, ehrlich, das finden viele Menschen vielleicht auch entspannend. Ich sage jetzt eine Minute lang nichts. Okay, ich filme ja, das Feuer. Wir sagen eine Minute lang nichts. Ach so, ich rede ja nicht mit dir. Ich filme das Feuer, das gibt es bei ganz teuren Autos auf einem Display. Für was das gut sein soll beim Autofahren, weiß ich zwar nicht, aber bitte, wir haben noch echtes Feuer und kein Video davon. So Manuel, die Minute ist schon um. Wirklich? Ja. Das war jetzt aber nicht sehr entspannt, du hast die ganze Zeit geredet. Es war eine stressige Minute für mich. Ich habe mich so gefreut, ich genieße das, habe ich mir gedacht, nichts war's. So, diese Schraube ist jetzt heiß. Ja, das ist ganz heiß. Und jetzt geht diese Schraube
leicht heraus. Und warum geht die leicht raus jetzt, wenn sie heiß ist? Erich, ich glaube, dass diese Schraube leicht herausgeht. Vielleicht, in Erichs Telefon läutet kurz, warten wir kurz. Vielleicht sagst du, dass du später zurückrufst. Wir rufen später zurück. Okay. Auf jeden Fall, ich glaube, dass die Schraube durch die Hitze auseinandergeht. Hat wieder angerufen. Sollen wir schnell reden mit ihm? Ja. Das ist der Franz, hat angerufen. Der Franz ist vom Erich, ein alter Tischlerkollege. Der hat mit ihm, glaube ich, da war aber der Erich schon Geselle, das dürfte kurz nach dem Ersten Weltkrieg gewesen sein. Da hat Erich seine erste Raubank zum Geburtstag geschenkt bekommen. Schon sehr lange her. Man kann sich kaum, ruft er wieder an? Nein. Ich glaube, dass die Schraube durch die Hitze sich dehnt, das Eisen dehnt sich, schafft im Holz Platz, geht dann, wenn die Hitze weg ist, ein Deut wieder zusammen und man hat Luft und die Schraube geht heraus. Und durch diese Bewegung, durch diese Dehnarbeit auch, reißt diese Verkrustung, also dieser Rostkleber quasi, sprengt sich. Das ist meine Theorie. Falls das jemand besser weiß, unter den ganzen Chemikern und anderen, weiß nicht, welcher Beruf man dazu braucht, Erich. Auf jeden Fall, das, glaube ich, ist der Trick, warum das geht. Es funktioniert. Auf jeden Fall kann man die Schraube dann reinigen, wenn man die alte wieder benutzen will. Ich bohre das Loch dann ein wenig nach, um den Dreck herauszuholen. Und dann dreht man die Schraube wieder hinein. Falls die Schraube dann nicht hält, weil das Loch schon so ausgearbeitet ist, kann man so Holzspäne herunterschneiden. Also man kann quasi hier so ein paar so Schnitzer machen, nimmt Leim, steckt das hinein, bricht das ab, jetzt ist das drinnen und dann kann ich die Schraube, die jetzt nicht mehr heiß ist, kann ich hineindrehen und sie wird wieder streng, eben weil rundherum Material wieder ist. Ich glaube, das war's von dem her. Erich, hast du noch irgendwas zu sagen? Eigentlich nicht. Okay, dann können wir uns verabschieden oder willst du das Telefonat noch schnell? Na, mach ich gleich. Soll ich das Telefon halten? Hallo, das war ja gar nicht angesteckt. Das ist ja wie in Hollywood. Erich, erstens, ich wollte das nur demonstrieren, damit man es weiß, dass diese Schraube nicht festgesessen ist, also dass die Schraube nicht fix war, war ja jedem klar. Ich habe das so gut gemacht, habe mir wirklich Mühe gegeben, habe so getan, wie wenn die Schraube heiß wäre. Und jetzt hast du hierhin, ich sage danke, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Drückt, gefällt mir. Und mit dem Erich rede ich heute überhaupt kein Wort nicht mehr. Da wird die Bartherapeutin aber ganz schön Augen machen. Da wird sie so schauen, wenn wir...